Wenn ihr mich jetzt über Mikro hört, habt ihr die Kopfhörer auf? Hallo? So, ja, während die letzten eintreffen. Guten Morgen. Geht's euch gut? Herzlich willkommen beim zweiten Tag der OMR. Mein Name ist Andreas Wagner. Ich bin Geschäftsführer der Online-Marketing-Strategieberatung Digital Change Agent, moderiere hier die Veranstaltung DSGVO meets Performance Marketing von der Firma UserCentrics. Die Hanna wird gleich die einzelnen Menschen vorstellen. Weise noch kurz darauf hin, ich stehe hier als Absolvent der Hamburg Media School. Diese ist Präsentator der ganzen Masterclasses, akademischer Partner der OMR und Institution der ersten Stunde. Als HMS haben wir also damals gemeinsam mit Philipp Westermeier die ersten Schritte zu diesem Festival und seinen Vorstufen geplant und sind über die ganzen Jahre stets dabei gewesen. Dies aber genug zu mir, zur HMS. Ich überlasse unseren Gästen die Bühne und heiße herzlich willkommen die Kollegen von der Firma UserCentrics zu DSGVO meets Performance Marketing. Danke, Andreas, für die Vorstellung. Ja, guten Morgen auch von unserer Seite. Wir hoffen, ihr seid einigermaßen fit. Man munkelt ja, dass es gestern auch eine Party gab. Und wir haben ja jetzt heute die erste Masterclass. Von daher gucken wir mal, ob sich der Raum wirklich noch komplett füllt. Wie gesagt, das Thema heute DSGVO meets Performance Marketing. Und es ist ja wirklich ein Thema, was mittlerweile sehr viel Fahrt aufnimmt. Es hat sich viel getan im letzten Jahr, also wir haben jetzt fast ein Jahr DSGVO. Wir sehen auch, dass die Webseite tatsächlich, also die Webseite von Firmen ja tatsächlich der verwundbarste Spot ist. Warum? Naja, weil man eben auf den ersten Blick sieht, wo Datenschutzverstöße tatsächlich vorgenommen werden. Das sieht jeder direkt auf den ersten Blick. Gibt es andere Datenverstöße, die tatsächlich schwieriger zu finden sind? Und deswegen sind wir ja heute auch hier rauszufinden, wie können wir die DSGVO tatsächlich auch als Wettbewerbsvorteil nutzen? Und ja, dafür habe ich einige Experten mitgebracht. Zum einen Misha Rürup, Gründer und Geschäftsführer von UserCentrics. Hallo zusammen. Viele von euch kennen ihn ja vielleicht auch, hat vor einigen Jahren IntelliEd gegründet und dann erfolgreich an die Deutsche Post verkauft und ja, hat praktisch eigentlich von der dunklen Seite der Macht jetzt auf die Datenschutzseite gewechselt und mittlerweile eigentlich auch Experte auf dem Gebiet, wird dann später auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Als zweites haben wir den Corbinian Spann dabei, unser Marketing-Experte, also macht relativ viel mit Enterprise-Kunden, aber auch mit Startups rund um das Thema Digitalisierung, Attributionsmodelle, Big Data, Data Science, also absoluter Experte auf dem Gebiet und wird so ein bisschen beleuchten, was denn eigentlich ja, personenbezogene Daten mit Marketing zu tun haben. Und was da so ein bisschen die Schnittstelle ist. Ja, Andreas, unser Legal-Experte, Partner bei Reed Smith und auch fokussiert auf Datenschutzthemen speziell in der Internetbranche, ja, IT-Security und wird so ein bisschen beleuchten, was hat sich denn auf der Rechtsseite getan und was ist da der aktuelle Stand und was wird sich vielleicht tatsächlich noch tun? Ich versuche aber nicht der Neinsager zu sein. genau, schauen wir mal, was sich da ergibt. Und dann meine letzte Wenigkeit, Hanna Waldenmeier. Ich leite bei UserCentrics das Customer Success Team und bin auch für unsere Partner verantwortlich. Das heißt, ich kenne mich tatsächlich mit dem Thema Consent Management Plattformen relativ gut aus und werde euch da so ein bisschen was erzählen, was da denn momentan so alles am Markt am Laufen ist. Genau, Agenda habe ich schon ein bisschen vorgegriffen. Wir legen gleich los mit Misha, der wie gesagt so ein bisschen was über die DSGVO erzählt. Aus Nachteil wird Vorteil. Schauen wir mal, was da so bei rumkommt. Als zweites wird Corbinian eben das Thema personenbezogene Daten im Online-Marketing beleuchten. Dann hören wir uns das Legal Update von dem Andreas an. Und ja, zu guter Letzt dann die Lösung des ganzen Problems, die Consent-Management-Plattform und verschiedene Use-Cases, wie man es tatsächlich eben auch umsetzen kann. Genau, und ich würde sagen, dass es nicht langweilig wird, legen wir direkt los. Wie gesagt, Misha hat ja lange Jahre lang im AdTech-Bereich gearbeitet, kennt sich also aus mit Marketing und was die DSGVO ja, auch in Bezug auf Marketing so macht und kennt letztendlich auch eure Seite. Ich denke, wir haben heute viele Marketeers im Publikum
und kennt den Pain, aber wird euch wohl gleich selber ein bisschen mehr darüber erzählen. Ja, hallo zusammen, kann man mich verstehen? Keine Reaktion, okay. Cool. Ja, freut mich, dass es hier so voll geworden ist. Erster Vortrag, relativ trockenes Thema. Insofern denke ich, wir versuchen das möglichst interaktiv zu halten. Wäre super, wenn auch von euch nachher Fragen kommen. Also wir sind hier nicht jetzt als Monolog, sondern wir wollen interagieren, wollen möglichst Praxisfragen aufgreifen, verstehen, was bewegt euch, hauptsächlich eben aus der Marketing-Sicht, denke ich. Wie gesagt, ich habe vorher IntelliAd aufgebaut, das heißt Tracking, Attributionsmodelle und so weiter, da komme ich eigentlich her und schaue auf die DSGVO mit so auch zwei Gesichtern, muss man sagen. Also wir denken, weiß nicht, wie es euch geht, aber wir finden, das Gesetz ist nur so halb gelungen. Wir kennen viele Kunden, die sind ziemlich genervt, weil sie nicht wissen, wie ist das zu interpretieren, was der Gesetzgeber geschrieben hat, teilweise sehr schwammig, teilweise nicht klar, sind jetzt Cookies betroffen, ja, nein, vielleicht. Also wir finden das für die EU so ein bisschen ein Eigentor. Und ich denke mal, dem einen oder anderen geht es so, er hat DSGVO jetzt schon implementiert, in der Firma gesehen, dass es hinreichend komplex ist und zum Schluss dann tatsächlich immer noch ungelöst in manchen Bereichen. Deswegen haben wir uns mal überlegt, dass wir die Fragen mitnehmen, die wir jetzt jeden Tag hören. Also wir haben jetzt ein paar hundert Kunden, hauptsächlich Enterprise-Kunden, die uns jeden Tag Fragen stellen zu Cookies, teilweise auch ganz komische Szenarien, also dass wir zum Beispiel in der Legal-Abteilung erklären müssen erstmal, was ein Cookie ist, wo wir denken, Mensch, das sind große Konzerne, die haben ein paar tausend Mitarbeiter, die müssten das doch wissen, aber wir haben gemerkt, zwei Welten prallen aufeinander. Also Legal trifft plötzlich Technik. Das Ganze entsteht dann, da entsteht so ein Mix, Legal Tech genannt. Und wir denken, dass das eben in Zukunft auch weiter voranschreitet. Deswegen haben wir auch Andreas mit dabei, kommt aus der IT-Richtung. Ist selten, dass man eben einen Anwalt trifft, der auch tief versteht, wie technische Zusammenhänge sind. Ja, wir haben uns überlegt, wir lösen mal ein paar Mythen auf, die wir sehr, sehr oft hören. Und dafür bräuchte ich ein bisschen eure Mithilfe. Also ich hoffe, ihr seid fit von der Party gestern. Ich würde euch bitten, alle mal kurz aufzustehen. Dauert eine Minute, ist eine Umfrage. Nur dann haben wir keine Enthaltung, weil die Enthaltungen müssen stehen bleiben, die nächsten 90 Minuten. So. Also das haben wir schon entschärft. Frage Nummer 1. Wer die Frage mit Ja beantwortet, bleibt stehen. Wer die Frage mit Nein beantwortet, darf sich setzen. Also, Cookies werden erst mit der E-Privacy-Verordnung geregelt. Das ist, was wir oft hören. Wer denkt, das ist richtig, der bleibt stehen. Wer denkt, das ist falsch, darf sich setzen. So, okay, es lichtet sich. Das ist nicht der Fall. Wir kommen nachher auf die Auflösung, aber in der GDPR steht schon das Wort Cookie drin. Also wer denkt, die E-Privacy ist so der heilige Gral, ich warte mal auf die E-Privacy, der wartet relativ lange und vielleicht kommt die nie. Nächste Frage, Cookie-IDs sind keine personenbezogenen Daten. Das heißt, die DSGVO gilt nicht. Wer denkt, das ist richtig, bleibt stehen. Wer denkt, das ist falsch, darf sich setzen. So ein bisschen mit dem Nicht gar nicht so einfach. Okay. Auch da, wir denken, die Cookie-IDs, das hören wir nachher nochmal vom Andreas, sind schon personenbezogene Daten oder pseudonyme Daten und die DSGVO gilt. Dann hören wir ganz oft, für Facebook-Pixel brauche ich keine Einwilligung. Auch da, wer denkt, das ist richtig, darf stehen bleiben. Wer denkt, das ist falsch, darf sich setzen. Jetzt bleiben nur noch die wirklichen Datenschutz-Experten. Wir werden nachher auch euch ein paar Fragen stellen. Also wir merken uns die Gesichter. Ja. Das haben wir uns auch gemerkt. So, letzte Frage, dann sind wir schon durch. DSGVO hat keine Auswirkungen auf Performance-Marketing. Wer denkt, das ist richtig aktuell, der kann stehen bleiben. Okay, also da fast keiner mehr. Also man sieht, das sind die Fragen, die wir einfach, vielen Dank. Du darfst dich auch, also du kannst auch jetzt 90 Minuten stehen bleiben, aber wir stellen dir nachher ein paar Fragen, sehr spannend. Also wir sehen, es sehr heterogen, also es war so 50-50 und dann mit jeder Frage wurden es weniger. Also das Wissen
ist noch nicht transparent eigentlich verteilt. Und ehrlicherweise wissen wir teilweise Dinge auch nicht. Also es fehlen noch Gerichtsurteile. Wir hören dann nachher auch nochmal den Stand vom Andreas. Der kriegt das ja aus erster Linie mit von den Kunden. Aber teilweise ist es einfach sehr unsicher. Unsicherheit. Ja, ja, genau. Hört man nicht. Hat man mich nicht gehört? Jetzt hat. Ich habe nur gesagt, ja, wir wissen es nicht, die Behörden wissen es nicht. In Deutschland haben wir 16 Behörden, die stimmen sich nicht ordentlich ab. Die europäischen Behörden stimmen sich auch nicht ab. Also da gibt es eben deswegen viele unterschiedliche Auslegungsvarianten und dadurch Unsicherheit für die Nutzer und die Unternehmen. Ja, genau. Also zum Punkt 1, was wir oft gehört haben, ist nochmal die Abwägung zwischen E-Privacy und DSGVO. DSGVO ist ja schon die Verordnung seit Mai aktiv. Verordnung heißt im Grunde, jeder kann ab dem Tag abmahnen. Jetzt haben wir gemerkt, es sind gar nicht so viele Abmahnungen eingetrudelt, waren ein paar tausend vielleicht, also viele, viele Firmen haben gedacht, jetzt geht eine Welle nach Mai los und sie werden direkt abgemahnt und die Welt geht unter und so weiter. Effektiv ist relativ wenig passiert. Warum ist das so? Weil das für die Anwälte auch ein unsicheres Feld ist. Also Anwälte wollen natürlich ganz sichere Cases. Ein sicherer Abmahn-Case war zum Beispiel File-Sharing, File-Download oder Impressum. Und bei dem Bereich, da sind sich auch die Anwälte gar nicht so sicher, weil die gar nicht verstehen, was ist das Cookie. Das heißt, so langsam fährt jetzt erst das Wissen hoch. Aber in der DSGVO steht sehr klar, personenbezogene Daten und pseudonyme Daten werden durch die DSGVO geschützt. Warum ist das so? Wenn ich jetzt sage, die Dame in der ersten Reihe mit dem gelben T-Shirt, dann weiß eigentlich jeder anhand der Attribute, wer gemeint ist. Also es wird jetzt sehr persönlich, obwohl ich jetzt ihren Namen nicht kenne oder deinen Namen nicht kenne. Das heißt, Attribute können sehr persönlich werden und das ist die Motivation auch hinter GDPR. Sprich, der Gesetzgeber sagt, naja, Leute fühlen sich durch Retargeting zum Beispiel verfolgt. Das Ganze fühlt sich sehr persönlich an. Da ist auch Information drin, die vielleicht andere nichts angeht. Es wird profiliert und runter. Cambridge Analytica war ja auch ein Fall. Jetzt mit Alexa Echo geht das Ganze in Richtung Speech. Also sehr viele Privacy-Concerns von den Usern, hauptsächlich auf pseudonymen Daten. Deswegen die IP-Adresse, die User-ID ist schon Personenbezug und ist dann im Bereich pseudonym. Und wichtig ist an der Stelle, dass es nicht um Cookies geht. Also wir hören oft, zum Beispiel Technologien werden eingebaut und dann sagt uns der Kunde, naja, da wird ja gar kein Cookie gesetzt. Fakt ist, die IP-Adresse wird schon übertragen in dem Moment, wo man zum Beispiel Embedded-Elemente einbaut, nehmen wir mal YouTube-Videos, man setzt die in die Seite, dann hat YouTube schon die IP, hat die aktuelle Webseite, kann den Referrer auslesen, kann Fingerprinting betreiben, das heißt Browserauflösung, Farbtiefe, wie viele Monitore sind angeschlossen. Das sind ja alles sehr, sehr personenbezogene oder persönliche Daten. Daraus kann man ableiten, ist derjenige gerade im Job oder ist er zu Hause, wie viele Leute surfen am Rechner und so weiter. Ja, und jetzt gab es das Phänomen E-Privacy, also die EU hat sich da tatsächlich ein Eigentor geschossen, indem sie angekündigt haben, die E-Privacy-Verordnung wird bald kommen und regelt das Thema Cookies sehr genau. Und jetzt sind wir eben in Neuwahlen. Das heißt, die EU kann diese E-Privacy-Verordnung, die schon geschrieben wurde, zerreißen. Also es ist eine Abstimmung, ob die praktisch jetzt weiter Fortbestand hat und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit muss das Ding neu geschrieben werden. Das heißt, Vermutung ist, die E-Privacy kommt entweder sehr spät, Ende 2019, 2020, oder sie kommt nie. Und da einfach der Hinweis, wenn die Gesetzgebung schon weiter ist, also wenn es erste Urteile und so weiter gibt, dann gibt es gar keinen Grund mehr, dieses Spezialrecht auf den Weg zu bringen. Das heißt, Vermutung ist, durch die Rechtsprechung wird jedem klar, wie die DSGVO zu lesen ist. Dann tun die Behörden noch ihren Teil dazu, interpretieren fleißig hoch und runter. Und zum Schluss sagt der Gesetzgeber, naja, die E-Privacy brauchen wir gar nicht mehr. Ja, von dem her, wir denken eben, damit man nicht halbnackt als User auf der Webseite ist,
muss Performance-Marketing auch mit Privacy interagieren. Das heißt, wir haben eigentlich einen neuen Spieler auf der Bühne. Und dieser neue Spieler heißt Nebenbedingungen Datenschutz. Wir denken, das beides muss verwoben sein. Also es funktioniert nicht mehr, Performance-Marketing im heutigen Zeitalter ohne Privacy durchzuführen. Aber gleichzeitig sehen wir natürlich auch viele Kunden, die kommen von 100%. Also momentan ist es ja so, man baut alles ein, man hat die ganzen Retargeting-Technologien und man kommt von dem 100%-Level. Sprich, Privacy führt auch dazu, dass man eine gewisse Unschärfe hat. Also die Kunden, die dann auswilligen, die kann man dann schlichtweg nicht mehr tracken, wenn man das Gesetz ernst nimmt. Also die Downside ist sicherlich klar, aber wir denken, es ist ein Wettbewerbsvorteil. Also wenn man das Thema Privacy ernst nimmt, dann färbt das auch auf die eigene Marke ab. Das heißt, wir haben erste Kunden, die sagen auch, wir wollen das aktiv spielen. Zum Beispiel IKEA sagt, wir wollen Gutscheine ausgeben für Einwilligung. Also man kann dem User auch was zurückgeben. Und gleichzeitig sieht man auch die Downside bei zum Beispiel Alexa, wo man einfach sieht, die Marke wird beschädigt. Ne? Also auch Facebook, da gibt es relativ viele Leute, die sich dann abgemeldet haben. Also man muss schon sagen, Privacy ist nicht mehr wegzudenken aus der heutigen Performance-Marketing-Welt. Und wir denken, Privacy hat auch einen ROI. Also momentan sehr schwer zu berechnen. Ne? Also was ist Privacy wert? Wie viel Budget zum Beispiel allokiert man auf den Datenschutz? Macht ja auch eigentlich keinen Spaß, Datenschutz. Also darunter leiden wir als Startup. Niemand sagt so Jubelschrei, juhu, wir haben es umgesetzt. Also wir kriegen eigentlich kein Lob dafür, dass wir sagen, wir haben das jetzt sauber umgesetzt, sondern wir kriegen nur Kritik, wenn eben die Lösung transparent genug ist. Aber wir denken, das ändert sich zunehmend. Also wir denken, dass Privacy einen ROI hat und in 1-2 Jahren wird man den auch berechnen können. Das heißt zum Beispiel, der Datenwert wird gerade von Gerichten bestimmt. Also was ist denn im Personenbezug wert? Die IP-Adresse, die ich einer Technologie weitergebe, welchen Wert hat die? Die DSGVO sagt, es muss ein relevanter Wert sein. Also DSGVO, auch der Schaden und die entsprechenden Strafen sind nicht mehr im Bereich 500 Euro wie das Telemediengesetz, sondern eben im Bereich 4% vom Jahresumsatz. Sprich, das Thema wird auch ein C-Level-Thema. Geschäftsführer werden persönlich haften. Die DSGVO sieht eine Durchgriffshaftung vor. Also das Ganze ist sehr, sehr relevant. Und zum Schluss ist es eine KPI. Also wir haben jetzt die ersten Kunden, die sagen, die lassen sich praktisch im Wochentakt oder auch im Dashboard die Opt-in-Rate anzeigen. Versuchen dann die Opt-in-Rate zu optimieren, weil die Logik ist, wenn ich eine hohe Opt-in-Rate habe, dann habe ich auf diesen Daten, die ich mit dem Opt-in generiere, einen viel größeren Datenschatz. Und deswegen glauben wir, dass Privacy auch letztlich eine KPI wird. Also wir finden, dass die Opt-in-Rate zum Beispiel ins Marketing-Dashboard gehört. Dass man sich regelmäßig austauscht und sagt, Mensch, wir sind jetzt im Bereich 70%, wie kommen wir auf 75? Wir denken, diese 5%, also dieser Uplift, den kann man direkt umrechnen in Marketing-Spend. Also man kann ja dann sehen, okay, Retargeting zum Beispiel nur mit Opt-in, dann kann man da entsprechend den ROI sauber ausrechnen. Ja, was entsteht noch auf der technologischen Seite vom IAB? Der ein oder andere hat das gehört. Der IAB ist letztlich Interactive Advertising Bureau. In London sitzen die im Headquarter. Sich überlegt haben mit Googles Unterstützung, nennt sich TCF, also Transparency and Consent Framework. Und das Ganze ist nichts anderes als die technologische Regelung, was eine Einwilligung ist. Kann man sich vorstellen wie so eine lange ID. Und diese ID kann man anhängen an jede Ad-Impression. Das heißt, in der ID ist kodiert zum Beispiel Criteo, ja, also die einzelnen Technologien und Vendor haben jeweils ein Bit in diesem Framework. Und das heißt, es steht in dieser langen Kette steht drin, Criteo darf zum Beispiel mit den Daten arbeiten, aber Google an der Stelle nicht. Und das alles kann man als Metadaten dann mit Daten weitergeben. Das heißt, sowohl der Sender als auch der Empfänger kann verifizieren, ob er mit den Daten arbeiten darf. Jetzt aktueller Stand, viele Empfänger ignorieren das. Also Trading Desks empfangen Daten, verarbeiten die, freuen sich, ne, und sammeln einfach weiter.
aber zukünftig, und das wird wahrscheinlich forciert auch von den Großen, wir denken, wohlgemerkt Disclaimer, das ist eine Vermutung, allerdings Google hat das auch auf der Webseite genannt, also auf der, wenn man in Google sucht, Google Consent, dann findet man eine Anleitung und Google sagt, wir setzen den Consent voraus. Also das schreiben die einfach in ihren FAQ, da steht drin, wir denken, für unsere Produkte braucht man die Einwilligung und wir gehen davon aus, dass alle Advertiser die haben. Damit ist Google erstmal sozusagen fein raus. Nur was wir hören, Google wird das nicht so weitermachen. Also Google tendiert eigentlich dazu, die Dinge dann auch zu prüfen und nicht nur auf der Webseite zu schreiben. Das heißt, Vermutung ist, Google wird den Consent auch hart einfordern. Der ein oder andere Publisher hat jetzt auch schon eine E-Mail bekommen von Google, da steht drin, bitte bestätige uns über folgenden Link, dass du Einwilligungen hast für unsere Produkte. Das heißt, die Verlage wurden schon so ein bisschen in bösen Glauben dann gesetzt und haben was bestätigt, was sie eigentlich noch gar nicht auf der Seite haben. Und wir denken jetzt, eben Google wird auch die Advertiser anschreiben und dann brauchen wir gar nicht mehr eigentlich auf den Gesetzgeber warten, weil jeder hier im Raum weiß, wenn Google irgendwas durchzieht, dann wird das auch mit Hand und Fuß praktisch erfolgen. Sodass wir denken, in der Realität geben eigentlich über 90% der Firmen Daten weiter, und zwar personenbezogene Daten, also pseudonyme Daten in Form von IP-Adresse und oder Cookie. Wohlgemerkt, die Embedded-Elemente werden meistens vergessen. Ein schönes Beispiel ist Google Fonts. Google Fonts schreibt in seinen eigenen AGBs, dass die Daten für Tracking verwendet werden. Also für Google selber ist Google Fonts, geht es nicht so sehr um die schönen Schriftarten, sondern es geht darum, Conversion-Ketten zu vervollständigen. Weil die haben natürlich auch dann Nutzer, die sie verlieren, also zum Beispiel Firefox-Nutzer, die sie eben in der Kette 3, 4, 5 Tage nicht sehen und dann plötzlich wieder auf einer eigenen Google-Seite. Und diese Lücken, die will Google natürlich dann auch schließen. Sodass wir denken, personenbezogene Daten werden aktuell leider, muss man sagen, an sehr viele Drittanbieter weitergegeben. Die Drittanbieter, zum Beispiel Technologien, verschweigen auch aus unserer Sicht das Thema. Also nicht pauschal, also es gibt einige, die machen das gut und offen, aber es gibt auch einige Technologien, die versuchen, das Thema bei ihrem Advertiser möglichst runterzureden, sagen dem Advertiser, alles klar, mach dir keine Sorgen, du brauchst auch keinen Consent, mit uns bist du fein. Meistens ist dann auf der Startseite der Technologie noch so ein EU-Logo, mit uns seid ihr datenschutzkonform und so weiter, wo man sich so fragt, ja, wahrscheinlich ist der Werbungtreibende gefragt, das zu pushen. Das heißt, der Werbungtreibende muss sagen, ich baue mir gerade ein Risiko auf. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Risiko. Also es gibt einmal die Behörden mit den 4%, aber die müssen ja auch erstmal kommen. Ich weiß nicht, ob jemand hier im Raum schon mal eine Abmahnung oder eine Informationsanfrage von der Landesdatenschutzaufsicht bekommen hat. Aber ist da jemand? Kann jemand mal die Hand heben? Okay, 1, 2. Also das sind noch relativ wenige. Wir denken, die Zahl geht eben nach oben. Und zum anderen ist das Ganze ein Schadensersatzfall. Das heißt, der Endkunde, dessen Daten weitergegeben wurden, kann sich nach DSGVO Schadenersatz holen. So ein bisschen wie bei Flightrights. Ne? Also wenn der Kunde sieht, ich kann mir 100 Euro holen, dann wacht er eigentlich auf. Dann wird das ein Endkundenthema. Vorher gibt es viele, die sagen, Privacy, keine Ahnung, ich drücke immer Ja, ich ignoriere die Banner. Insofern, das wird aber jetzt kommen, wenn wir mit Anwälten sprechen. Und auf der anderen Seite, alle Daten, die jetzt ein Werbungtreibender erhebt und auch alle Vorteile, sind dann letztlich Schadenersatz, zum Beispiel aus dem Wettbewerbsrecht. Das heißt, man baut sich jetzt ein Legacy auf von vielleicht 1, 2 Jahren Wettbewerbsvorteil und irgendein Richter, die sind ja alle langsam, in 2 Jahren sagt, sorry, die ganze Werbung ist nach UWG im Wettbewerbsrecht, weil die Einwilligung nicht vorlag. Und dann rechnet man einfach aus, welchen Vorteil hatte man gegenüber dem Konkurrenten und kann das Ganze als Schadenersatz nach UWG geltend machen. Also hier kommt eine Welle auf uns zu, die aber noch nicht so sichtbar ist und auch teilweise gefährlich, weil das einfach ein Legacy, also ein Basisproblem wird, was nicht laut ist. Ne? Also wenn man das so weitermacht, niemand schreit da jetzt und sagt, stopp, das geht nicht mehr, sondern man baut sich da ein Risiko indirekt praktisch auf. Ja, und das ist, ich glaube, in dem Fall die Bild-Zeitungsseite.
Also was man sieht, ist, welche Technologien aufgerufen werden und diese Technologien rufen dann ja oft per Piggyback weitere Technologien auf, sodass man sagen muss, wenn man einmal auf der Bild-Zeitungsseite war, ich hoffe, jetzt ist niemand hier, der sich angegriffen fühlt, aber die Daten werden eigentlich in die komplette Welt verteilt. Also Daten, IP-Adresse, welchen Artikel hat man gerade gelesen, daraus kann man wunderbare Profile bilden. Und letztlich haben wir jetzt zum Beispiel bei Quantcast wurde veröffentlicht, wie so ein Profil aussieht. Also der Privacy International hat Quantcast verklagt, hat vielleicht der eine oder andere gelesen. Und da gibt es ein Protokoll in der Klage, wo man sieht, welche Profile wurden gebildet. Und das ist schon erschreckend. Also da gibt es Profile zu allen möglichen Daten, personenbezogenen Daten, wie zum Beispiel, wie viele Haushaltsmitglieder, gibt es Kinder, ja, nein. Ist derjenige sportlich aktiv und so weiter. Es war eine Liste von vielen hundert Eigenschaften pro Einzelprofil. Und ob die richtig sind oder falsch, das weiß ja niemand, weil der Endkunde kann ja nicht intervenieren. Also bei der Schufa kann ich ja wenigstens Auskunft anfordern, aber bei Quantcast, wer macht das schon? Theoretisch gibt es aber das Recht, also die DSGVO sagt, man hat ein Auskunftsrecht, nur die Endkunden sind eben noch nicht so ganz aufgewacht. Ja, an der Stelle würde ich überleiten zu Corbinian. Corbinian setzt sehr viele Projekte um für Enterprise-Kunden, hauptsächlich im Bereich Attributionsmodelle, Cross-Channel-Tracking und wird jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was die Praxisfälle sind und was noch geht und wo vielleicht die Grenze ist. Vielen Dank. Hallo? Sehr gut. Also, vielen Dank, Mischa. Hallo von meiner Seite. Okay. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt gut hören. Ich schaue in eure Gesichter und sehe ja. Sehr gut. Also, herzlichen Dank, herzlich willkommen von meiner Seite. Erstmal möchte ich ein kleines Handzeichen von euch haben. Wer von euch arbeitet im Marketing? Oh, das ist sehr schön, sehr gut. Da haben wir nämlich was gemeinsam. Eigentlich sagen, nach dem, was wir jetzt gehört haben, machen wir das doch nicht mit den Daten, oder? Analytics braucht es schon. Ist doch eigentlich total überflüssig. Lassen wir das doch gut sein. Ein bisschen Brandmarketing funktioniert. Ich möchte euch jetzt noch mal ein bisschen auf unseren Kontext abholen, der uns hier alle verknüpft mit mir. Also ich bin selbstständig, ich war lange im Konzern, ich war davor bei der Scout und ich habe mich sehr viel mit datengetriebenem Marketing auseinandergesetzt. Ich bin mit Attribution Modeling, das ist eines meiner Spezialthemen. Ich frage mich schon, was das für meine berufliche Zukunft bedeutet und ihr werdet euch sicher auch fragen. Und deshalb fangen wir vielleicht mal an, was hat sich denn eigentlich für uns verändert im Marketing? Ihr seid alle schon länger dabei, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ihr seid keine Berufsanfänger, sondern sicher ein paar Jahre. Und was hat sich wirklich verändert für uns? Ist es die Technik, ist es Programmatic Buying? Eigentlich würde ich sagen, Smart Data hat unser tägliches Leben total, wie wir als Marketer so machen. Und was meine ich jetzt damit? Wenn ihr oben in die linke Ecke schaut und darunter, das sind Dinge, die gibt es schon seit 15 Jahren. Business Intelligence, das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Da gibt es Teams, Tools, Prozesse, alles gut. Und Data natürlich unten rechts auch, also auch kein solches Problem. Aber was ist denn mit dem Smart Data? Die Geschichte ist, dass wir täglich immer mehr Daten erschließen können. Jemand oder Core Metrics oder whatever einsetzt, dann ist das nicht die einzige Datenquelle, sondern egal, für welches Unternehmen ihr arbeitet, ihr habt ja auch noch Retail-Daten, ihr habt Sales-Daten, ihr habt Daten aus Affiliate-Marketing und Partner-Marketing und ihr habt natürlich auch die Daten aus dem Programmatic Buying und plötzlich habt ihr enorm viel mehr Daten. Aber das ist ja auch nicht alles, ne? Ihr wisst alle, das Internet of Things kommt und für viele Firmen hier im Raum wird das Internet of Things auch eine Datenquelle sein. Das heißt, plötzlich habt ihr aggregierte Datensets, von denen Unternehmen früher nur träumen konnten. Da haben wir gesagt, naja, das ist Google oder Microsoft, aber wir können das ja nicht. Aber diese Situation, dass wir verschiedene Datensets haben, die wird sehr, sehr schnell Unternehmen ankommen, wenn es nicht heute so ist. Und das ist eben Smart Data.
sogenannte Augmented Data, also Data aus verschiedenen Quellen. Und, was wundert, diese Daten haben natürlich auch einen Personenbezug. Nochmal ganz kurz der Recap. Wenn wir von Daten sprechen, Mischa hat sehr viel von Daten gesprochen und was das bedeutet. Lass uns nochmal klar machen, dass es grundsätzlich drei Einteilungen gibt. Und diese drei Einteilungen, die sind euch höchstwahrscheinlich bekannt. Lasst sie mich trotzdem nur noch mal ganz kurz aus meiner Perspektive beleuchten. Die First-Party-Daten sind die, die wir schon seit den letzten 15 Jahren, damit haben wir gearbeitet. Das ist zum Beispiel die Daten aus unserem CRM-Programm, die Daten aus Google Analytics, aus Adobe. Und wie haben wir sie verarbeitet? Mit dem Tag Manager zum Beispiel. Da kam zum Beispiel Tilium ins Spiel. Von euch Tilium benutzt im Raum. Nutzt jemand Tilium? Ja, ein paar nutzen Tilium. Schöne Lösung. Da habt ihr dann einen Tag Manager und einen Data Layer, höchstwahrscheinlich dahinter, das vermute ich jetzt mal. Und schon habt ihr diese First-Party-Daten ja sehr gut. So, das heißt, das wäre es jetzt ja eigentlich auch schon, oder? Nein. Wenn ihr in größeren Zusammenhängen steht, zum Beispiel im E-Commerce, dann habt ihr natürlich auch Daten aus Partnerprogrammen. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Ich habe lange für die Firma Gore-Tex gearbeitet, also Gore. Und wir haben zum Beispiel Partnerprogramme gemacht mit der Otto-Gruppe. Das war gut für uns, weil wir wollten ja Gore-Tex-Jacken verkaufen. Das heißt, wir haben die Daten zur Verfügung gestellt. Sportcheck, also Otto bzw. Sportcheck hat uns Daten zur Verfügung gestellt. Wir haben diese Daten gemerged und wir haben damit Marketingprogramme gemacht. Das war für die Firma Gore-Tex ganz klar Second Party, also First Party Daten von Partnerseiten. Sehr wertvolle Daten übrigens, weil sie Conversion bezogen waren. Sowas ist nicht ungewöhnlich, das ist jetzt nicht sonderlich originell, aber es sind halt trotzdem Daten, für die wir dann auch einen Consent brauchen. Und wie liegen diese Daten vor? Entweder in der Datenbank oder auch gerne in vielen Unternehmen im Excel. Das heißt, Retail Sales macht irgendeine Excel-Liste, die können wir dann irgendwie einlesen und strukturiert machen. Der dritte Punkt gewinnt immer mehr und mehr an Bedeutung, seit wir automatisiertes Media Buying haben, also sogenanntes RTB, Real-Time Bidding. Damit machen wir Programmatic Advertising oder Retargeting. Und das ist das, was wir jetzt, wenn wir mal die Perspektive wechseln, ne, wir sind jetzt mal einen Moment lang kein Marketer, sondern Kunde, was wir so hassen, ist, wenn wir eine Waschmaschine gesucht haben und dann monatelang diese Waschmaschinenanzeigen sehen und denken, meine Güte, ich habe sie doch schon. Da sind wir bei dem Regelungsbedarf, den auch GDPR adressiert und sagt, ist das eigentlich zulässig, dass wir die ganze Zeit von Retargeting-Bannern verfolgt werden, wir als Marketer sagen, naja, das sind doch Micro-Impressions, das brauchen wir doch, weil natürlich, wenn sich der Kunde erinnert, ne, ich meine Lifetime-Value, ihr wisst ja, dann kauft er bestimmt nochmal. Schwierige Geschichte, ob das so effektiv ist, mag jeder für sich selbst beurteilen. Jedenfalls liegt dieser Datentop vor und ich habe hier unten, was Mischa vorher gesagt hat, auch schon nochmal unterstrichen, Trade Desk, Criteo, Quantcast, alle diese Technologien, die ihr sehr leicht einkaufen könnt, das ist nicht besonders schwierig, die sind auch ein eigenes Datenset. Zusammenfassend, das ist das, was ich eingangs sagen wollte. Wir haben diese drei Datensets und diese Datensets sind eigentlich Smart Data, kombiniert dann mit IoT-Daten und Sensorendaten aus Maschinen zum Beispiel oder aus Service-Daten, Kundenservice-Daten. Und dieses Datenset, das ist die Realität heute. Damit werden wir alle umgehen müssen. So, aber auch damit nicht genug. Wenn Daten das Marketing bestimmen, dann sicher auch Tools, weil wenn wir uns mal anschauen, wie sich die Tool-Landschaft geändert haben, hat, und ich bin sicher, ihr setzt alle Tools ein im Marketing, das ist ja auch ganz klar, ihr könnt es ja nicht händisch machen, dann seht ihr, wie viele Tools es eigentlich jetzt gibt. Seit 2011 wächst das exponentiell, Marketing-Anwendungen in jedem Bereich. Das ist schön, das ist nützlich und gut. Es stellt sich nur die Frage, was machen diese Tools mit diesen Daten, die ihr weitergibt? Was passiert damit? Wo landen diese Daten? Wie werden sie verarbeitet? Und vor allem, welche Daten gebt ihr denn dort weiter? Ich finde dieses Slide sehr, sehr spannend, dass wir einfach mal uns anschauen, dass Fortune 500 Unternehmen im Durchschnitt mehr als 100 Marketingtechnologien einsetzen. Also das Wachstum des Marketing-Ökosystems ist wirklich rapide. Und wir können uns überlegen, das sind jetzt die Zahlen bis 2018, knapp bis 7000. Ihr könnt euch überlegen, wie sieht es 2019, 2020 aus? Es werden immer mehr und mehr. Auch da könnt ihr jetzt sagen, naja, das macht ja nichts. Bei uns ist es nicht so. Unser Purchasing erlaubt es eh nicht. Wie bleibt ihr wettbewerbsfähig? Ja? Kein Unternehmen kann es sich heute leisten, das ist jetzt mal eine freche Behauptung von mir, Marketing Attribution selbst zu programmieren mit einem Algorithmus. Also die meisten Hersteller sind damit hoffnungslos überfordert.
Das ist so wie die guten alten Zeiten, dass wir gesagt haben, wir haben unser CMS selbst gebaut. Das ist keine so wahnsinnig gute Idee. Und je komplexer es wird, desto weniger werden Firmen das selbst bauen. Desto mehr müsst ihr in unserem Themenbereich heute schauen, welche Daten gebt ihr weiter, was passiert mit den Daten. Wenn ihr jetzt einfach bei Adobe mal anruft und sagt, so, was macht ihr denn mit unseren Daten? Dann werdet ihr bestimmt keine Antwort bekommen. Auch bei vielen anderen Tool-Anbietern, so sie eine bestimmte Größe erreicht haben, werden sie sich sehr hüten, damit zu sagen, ja, wo sind denn die Daten? Was passiert denn damit? Könnt ihr uns das irgendwie sicherstellen, dass ihr die nicht weitergebt? Dann wird die Antwort vermutlich sein, naja, aber schaut mal, ihr habt ja auch was davon, wenn wir mit den Daten, sagen wir mal, in einem größeren Rahmen arbeiten. Also ein bisschen vague speech, damit man also nicht so genau weiß, was passiert und wo die gehostet werden. Und ihr wisst, das könnte ein Problem werden. Denn mal ganz ehrlich, die Datenhaltung, finde ich, sieht in vielen Unternehmen genau so aus. Ne? Wir denken an die Massentierhaltung, ja, das einzelne Datum ist hier ein Küken und es kommt in irgendeinen Käfig hinein, dort ist es weder hygienisch, noch folgt es bestimmten Regeln und Prozessen und vor allem noch ist es standardisiert. Das heißt, wir haben, wenn wir die Datenhaltung in Unternehmen anschauen, in der Regel eigentlich ein Problem. Jetzt kann man sagen, das war bei uns schon immer so, ja, das hat auch immer geklappt. Wieder zurück, wenn wir an Smart Data denken, kann man sicher sein, so wird das in Zukunft nicht klappen. Weil wir einfach keinen richtigen Überblick haben dazu, was mit den Daten passiert und wie wir mit diesen Daten umgehen. Das ist übrigens meine Erfahrung auch als Berater. Ne? Also es fängt, jedes gute Projekt fängt an, damit die Datenhaltung zu kontrollieren und die Daten erstmal aufzubereiten. Was wir alle wollen und was wir uns alle wünschen, ist natürlich Personalisierung und Automatisierung. Also ich als Marketer zumindest. Ich möchte ja meine Kunden, egal wo sie sind, automatisiert ansprechen. Ich möchte sie wissen, wer das ist. Ich möchte sie begrüßen. Und ich habe euch jetzt hier mal ein Tech-Stack mitgebracht, sehr, sehr einfach Personalisierung erlaubt. Das ist das, was ich auch als Berater gerne einsetze und auch Firmen dahingehend berate. Unten habt ihr schon gesehen, ihr seht First Party, Second Party und Third Party. Das sind die Datensätze, über die wir gesprochen haben. Um das Ganze zu verarbeiten, brauche ich selbstverständlich einen Data Layer, ein Global Tagging, das die Daten sozusagen überhaupt brauchbar macht, die Datenquellen klärt. Darauf kommt ein Strategy und Metrics Layer, der Dashboards ermöglicht. Das heißt, wenn ich Daten habe, schön, aber was verändert sich da? In welchen Zeitabständen möchte ich die denn tracken und messen? In der Regel kommt dann der Marketing Layer mit einem Ad-Server. Also ich habe jetzt hier einfach mal Google Search Ads 360 reingepostet, aber ihr wisst, es gibt viele andere Lösungen auch, die dann schließlich wiederum sich in einer DMP speisen oder aus einer DMP Daten beziehen, also eine Data Management Plattform, die wiederum selbst Personalisierung ermöglicht. Und das Ganze lässt sich dann anwenden an bestimmte Marketing-Channels. Wir haben auf der anderen Seite eine Infrastruktur, die natürlich eine Governance erlaubt, weil uns klar ist, was wir tun und weil uns klar ist, wenn es Probleme gibt, in welchem Layer wir Probleme haben. Das heißt, hier mal eine ganz simple Architektur, um zu personalisieren und zu automatisieren. Das wäre das Ziel. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie sieht sowas im Detail aus, dann zeige ich euch einfach mal, was wir zum Beispiel jetzt oder was ich in meinem Unternehmenskontext auch mache. Wir wollen anonyme Besucher identifizieren, weil wir Newsletter schicken, also was ganz was Einfaches eigentlich. Und logischerweise, wenn ihr Newsletter seht und sagt, hallo XY, hier kommt unsere neue Kollektion, wie langweilig ist das? Wir wollen wissen, wer es ist, Mann, Frau, ungefähr wie alt, welches unserer Kundensegmente, wie machen wir das? Denkbar einfach. Jemand hat zu unserem Newsletter eingewilligt, kriegt erstmal einen generischen Newsletter. In der nächsten Stufe interagiert er mit dem Newsletter und sobald er das tut, haben wir ein Datenset, ein personalisiertes Datenset, das wir abspeichern in eine Data Management Plattform und daraus generieren wir beim nächsten Follow-up-Visit einen personalisierten Newsletter. Und der wird natürlich immer besser, je häufiger der Kunde kommt. Zum Beispiel über eine User-ID können wir den natürlich identifizieren in dem Website-Kontext und wir können weiter personalisieren. Das heißt, die Datensätze, die wir aggregieren in der DMP, werden immer besser und besser und besser. Das ist ja unser Ziel. Wir wollen wissen, wer unsere Kunden sind. Das Ganze führt am Schluss rechts unten zu Targeted Website Content. Das heißt, angenommen, ihr wisst es von Zalando, ne? Da funktioniert es schon sehr gut, was ich hier zeige. Ihr kommt auf Zalando-Seite, Zalando erkennt Mann, Frau zum Beispiel. Das funktioniert in der Regel schon ganz gut. Wenn ihr sagt, naja, das ist ja jetzt vielleicht ganz nett, aber noch nicht genug. Dann sage ich, ich habe euch jetzt mal 6 Anwendungen ausgesucht,
wo wir Daten mit Personenbezug heute schon einsetzen und verarbeiten und einen relativ großen Business-Hebel haben. Weil wir im Marketing sind ja immer auch verantwortlich, Business-Hebel zu erzeugen. Und das können wir ganz gut machen, indem wir zum Beispiel Lifetime Value Prediction machen, Customer Segmentation automatisieren, Cross-Selling nicht nur stumpf anbieten, indem wir sagen, Kunden, die dieses Buch kauften, kauften auch diese Hose. Das interessiert heute keinen Menschen mehr, weil wir wollen ja wissen, wer auf Personenbezug hat was gekauft und welche Präferenzen. Pricing, Discounting, ganz klar, ohne Personenbezug geht es nicht. Media Mix Optimization könnte man sagen, na gut, das geht eigentlich schon. Was ich hier im Kopf habe, ist via Attribution Modeling. Das heißt, wenn ich die Customer Journey meines Kunden kenne, kann ich damit natürlich auch das Media Mix Modeling aussteuern. Das ist das, was ich übrigens auch beruflich mache, also Customer Journey Daten aggregieren und für Media Buying einsetzen. Das Ganze hat einen Personenbezug, wie sonst. Und natürlich schließlich die Churn Risk Prediction geht auch nur mit Personenbezug. Also ihr seht an diesen Beispielen, die vielleicht ein bisschen größer sind als unser Marketing-Thema direkt, überall ist Personenbezug vorhanden und wir werden diesem Thema nicht auskommen, sonst können wir es einfach nicht machen. Nochmal vielleicht, um auch den Faden wieder aufzunehmen, was sind eigentlich personenbezogene Daten? Ganz einfach gesagt sind es alle Daten, die auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person rückverfolgbar sind. Natürlich auch Cookies, das haben wir jetzt schon ausgiebig gehört, aber eben nicht nur. Und das ist vielleicht das Beispiel, das ich vorher nochmal aufgreifen sollte. Die Dame mit dem gelben T-Shirt in der ersten Reihe, wie gesagt, auch ohne Namen ist sie sofort identifizierbar, weil erste Reihe und T-Shirt gelb. Und ihr wisst es selbst, ne? Ihr habt jetzt irgendwo auf der OMR jemanden getroffen, ne? Denkt, ah, Mensch, der arbeitet bei dem und der hat den Vornamen. Ach, ich google den mal schnell und zack, habt ihr die Person gefunden. Es ist so einfach. Ihr braucht eigentlich nur Vornamen und Firma und schon wisst ihr, wo die Person ist, Nachnamen, wo die arbeitet und so weiter, LinkedIn, Xing-Profile und schon ist die Sache erledigt. Also das ist mal ein ganz handgreifliches Beispiel, wie gut wir eigentlich alle trackbar sind heute. Mein Fazit, ohne Consent geht es nicht mehr. Ist das jetzt ein Showstopper für das, was ich euch gezeigt habe und was kommen wird und was kommt? Nein, natürlich nicht. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir uns als Marketer die Herausforderung stellen sollten und stellen müssen. Das ist aufwendig, ja, aber es lohnt sich. Weil wenn ihr euch die Datentöpfe rechts anschaut, die ihr wahrscheinlich vielleicht nutzt, dann werdet ihr sehen, wenn ihr das Consent nur weit genug vorne ansetzt, dann ist es kein Problem, diese Daten auch in Zukunft zu nutzen. Weil ich kann nur noch mal unterstreichen, letztendlich haben die Konsumenten und Kunden den Vorteil davon. Kein Mensch von uns möchte irgendwelche Werbung haben, dauernd zugespammt werden mit sinnlosen Newslettern. Was wir auch als Kunden wollen, ist Personalisierung. Das heißt, wir wollen persönlich angesprochen werden und wir wollen Relevanz. Das ist das, was wir von Unternehmen erwarten. Und die Frage ist, wie können wir Relevanz erzeugen? Das geht nur, indem wir einen Consent haben. Das geht nur, indem wir unsere Kunden kennen. Naja, und weil Marketing eben da auch jetzt sehr stark angewiesen ist auf die Perspektive, die ein Rechtsanwalt hat, freue ich mich jetzt sehr, dass der Andreas Splittgerber als nächstes spricht, der dort Experte ist und uns sagt, wie sieht denn jetzt das, was ich erzählt habe, aus der Sicht eines Rechtsanwalts aus. Deshalb freue ich mich jetzt sehr, dass der nächste Sprecher Andreas ist. Bitte schön, beziehungsweise ich glaube, du brauchst es nicht. Ja, so, können Sie mich verstehen? Ja, einigermaßen, sehr gut, super, Daumen oben, toll. Ja, wir haben schon viel gehört jetzt zu rechtlichen Themen. Ich muss noch mal klarstellen, ich bin nicht ein Abmahnanwalt. Ich versuche immer, die Sachen zu ermöglichen. Ich bin eher, wenn dann, ein Abmahnverteidiger, dass ich Unternehmen verteidige bei Abmahnungen. Wie wir es aber schon gehört haben von Micha, so viel ist bislang im Bereich personalisierte Werbung, Cookies bei Abmahnungen noch nicht passiert. Wir haben viel Abmahnungen jetzt im Bereich Newsletter ohne Einwilligung, die Geschichten, das werden Sie wahrscheinlich auch kennen. Im Bereich Cookies noch nicht so. Da gab es jetzt mal so das Einzige, was so in die Nähe ging, war mal eine Recherche der Bayerischen Datenschutzaufsicht Anfang diesen Jahres. Da haben sie mal 30 Seiten von größeren und kleineren Unternehmen überprüft, ob diese Webseiten nach Meinung der Bayerischen Aufsicht die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung an Tracking und Cookies erfüllen.
Und das Ergebnis war, keine der Seiten war compliant. Keine der Seiten hat die Erfordernisse erfüllt. Liegt auch ein bisschen daran, und dazu will ich jetzt ein bisschen sprechen, dass gar nicht so klar ist, was eigentlich die Erfordernisse sind. Ja? Und das macht es uns allen ein bisschen schwierig, sozusagen die auch zu erfüllen. So ein bisschen Chicken und Egg. Hier nur ein kurzer kleiner Werbeeinblendung. Wir haben so ein paar Videos zu dem Thema gemacht, zusammen mit der Lisa, die heute leider erkrankt ist und deswegen nicht dabei ist. Also wenn Sie Lust haben, googeln Sie einfach mal einen Vornamen und Cookies oder Lisa und Cookies, und dann finden Sie diese ganzen Videos, so kleine Erklärvideos zu Cookies und den rechtlichen Hintergründen. Ich habe jetzt hier mal Cookies, aber gemeint ist damit immer die gesamte Tracking-Technologie. Der Ausgangspunkt, und das haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört, sind die personenbezogenen Daten, weil den Rechtsrahmen ist eben die Datenschutzgrundverordnung, und die schützt personenbezogene Daten. Wir haben daneben noch, wir haben es gehört, die E-Privacy-Verordnung, die gibt es bislang in einem Entwurf. Also die gilt noch nicht, und wie gesagt, vielleicht stirbt sie, vielleicht bleibt sie, kommt sie, das wissen wir nicht. Also wir haben Datenschutzgrundverordnung. Daneben gibt es noch manche von Ihnen, von euch, die sich damit vielleicht auseinandergesetzt haben. Es gibt eine alte Cookie-Richtlinie. Also in Europa unterscheidet man zwischen Richtlinien und Verordnungen. Die Datenschutzgrundverordnung ist eine Verordnung und gilt damit direkt in allen Mitgliedstaaten. Eine Richtlinie muss umgesetzt werden von den Mitgliedstaaten. Und zu Cookies gibt es eine alte Richtlinie. Da steht schon drinnen, dass das Droppen von Cookies, egal ob die eine personenbezogene Daten später erheben oder verarbeiten oder nicht, braucht eine Einwilligung. Das steht in dieser Cookie-Richtlinie. Die wurde aber von Deutschland nicht umgesetzt. Viele andere europäische Länder haben diese Cookie-Richtlinie umgesetzt und haben deswegen so ein gewisses Einwilligungserfordernis. Allerdings ist da zum Beispiel nicht klar, ob eine Opt-out-Einwilligung reicht. Viele Mitgliedstaaten in Europa haben das so umgesetzt, dass sie gesagt haben, Opt-out reicht für Cookies. Deswegen sehen wir viele Webseiten, die haben zum Beispiel diese Erklärung, wenn du weiter surfst, dann bist du einverstanden, oder irgendwie nur so ein Okay-Dings. Das ist in vielen anderen Mitgliedstaaten in Ordnung. In Deutschland ist es unklar, weil die Deutschen das nicht umgesetzt haben. Die Europäische Kommission hat ein Verstoßverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Und ich weiß nicht, ob dann Zahlungen geflossen sind oder was da genau passiert ist. Auf jeden Fall wurde das Verfahren eingestellt. Und die Europäische Kommission ist jetzt auf einmal der Auffassung, dass Deutschland die Richtlinie umgesetzt hat. Also ich finde den Paragraphen nicht, die Datenschutzbehörden finden ihn auch nicht. Und deswegen ist sozusagen der Rechtsrahmen, in dem wir in Deutschland jetzt vor allem denken, die Datenschutzgrundverordnung, die hängt sich auf an den personenbezogenen Daten. Und das haben wir heute schon ein bisschen besprochen. Die graduelle Wanderung ist von den personenbezogenen Daten zu den anonymen Daten. Und das will ich noch mal kurz klarstellen, weil oftmals der Begriff anonyme Daten falsch verwendet wird. Wir haben zum Beispiel in unserer Kanzlei eine IT-Tochter, die vertreibt ein Programm, da kann man Namen aus E-Mails rausnehmen, und das Programm heißt Anonymizer, das ist von Amis. Und da habe ich gesagt, Freunde, das ist kein Anonymizer, das ist höchstens ein Pseudonymizer, weil anonym ist mehr. Also personenbezogene Daten ist, wenn direkt jemand identifizierbar ist, Name, E-Mail-Adresse, wenn der Name in der E-Mail-Adresse steht zum Beispiel. Und dann haben wir das Pseudonym. Und da haben wir eben beim Tracking meistens, sind wir in dem Bereich, das sind sozusagen Kennungen, mit denen man jemanden identifizieren kann. Und eben schon die IP-Adresse, die Cookie-ID, ist eindeutig personenbezogenes Datum. Da gibt es überhaupt keine Diskussionen mehr. Da kann man auch nicht mehr groß argumentieren. Und man kommt dann hier nur in den anonymen Bereich, wenn man Informationen hat, die in einer Weise anonymisiert sind, dass die betroffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert werden kann. Und das ist objektiv, ein objektiver Maßstab. Nicht kann ich die noch identifizieren, sondern kann irgendjemand auf der Welt die noch identifizieren. Und deswegen muss man da ganz schön viel sozusagen weglöschen, um zu anonymen Daten zu kommen. Als Beispiele haben wir hier eben statistische Daten, aggregierte Daten. Da kommt es natürlich auch darauf an, wie setzt man die Segmente. Wenn man die zu klein setzt, dann ist man schon vielleicht wieder im Bereich pseudonyme Daten. Zum Beispiel gibt es hier das Thema bei Custom Audience, Facebook Custom Audience. Die Übermittlung der E-Mails an Facebook, also wenn Sie Facebook Custom Audience betreiben, übermitteln Sie E-Mails an Facebook,
Und Facebook gleicht die E-Mail-Adressen dann ab gegen eigene E-Mail-Adressen. Ja, ihr kennt es alle viel besser als ich. Und die E-Mail-Adressen werden gehasht oder also verschlüsselt. Facebook sagt, die sind anonym, die Daten, weil die sind so stark verschlüsselt und wir können die selber nicht zurückverfolgen, deswegen sind es anonyme Daten. Da haben die Datenschutzbehörden, hier DSB-Datenschutzbehörde, gesagt, nein, das Verschlüsselungsverfahren reicht nicht aus, um die Daten zu anonymisieren, das sind pseudonyme Daten. Ja, deswegen brauchen wir beim Einsatz von Facebook Custom Audience eine Einwilligung, weil wir E-Mail-Adressen an Facebook übermitteln und dafür eigentlich keinen rechtlichen Grund haben. Also diese Unterscheidung ist wichtig. Und da ist aber auch so eine Chance, die man hier durchaus nutzen kann, dass man vielleicht in vielen Bereichen sagen kann, wenn ich vielleicht noch ein bisschen was mehr segmentiere oder eben de-identifiziere, dann habe ich anonyme Daten und vielleicht reicht mir das. Also das ist durchaus ein Blick, den man haben sollte, man immer fragen sollte, vielleicht reicht mir ja auch ein anonymes Datum in dem Fall. Wenn wir im Bereich personenbezogene Daten sind, und dann fallen wir in den Bereich der Datenschutzgrundverordnung und müssen uns fragen, was ist jetzt mit meinem personalisierten Advertising, was ist mit meinem Tracking, was ist mit meinen Cookies, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Die Datenschutzgrundverordnung erwähnt zwar irgendwo, haben wir gehört, Cookies, ich glaube in der Einleitung oder in irgendeinem Recital, aber es gibt jetzt keinen Paragraphen, in dem Cookies steht. Es gibt diesen allgemeinen Paragraphen oder Artikel 6, da steht drin, dass man eben zur Verarbeitung von Daten eine Erlaubnis braucht. Und die Erlaubnis ist in der Regel, und es steht auch im Raum hier bei Tracking oder Cookies, einmal ein Vertrag, dass man die Daten zur Vertragserfüllung verarbeiten muss. Dann darf man Daten verarbeiten zur Erfüllung eines eigenen berechtigten Interesses, wenn das Interesse der Betroffenen nicht überwiegt, also eine sogenannte Interessenabwägung oder eine Einwilligung. Das sind so die drei Hauptkategorien. Und hier gibt es jetzt jede Menge Stellungnahmen von Datenschutzbehörden, die versuchen, wir haben es vorhin gehört, die Richter sind langsam, können keine IT. Und da wird jetzt versucht, eben auszulegen, wie legen wir jetzt die Datenschutzgrundverordnung aus im Bereich Tracking. Brauche ich eine Einwilligung, brauche ich keine, was darf ich nicht. Das letzte Paper ist hier, ihr habt es hier, dieses Slide, so schön gemacht. Ich erkenne meine Slide gar nicht mehr. Das ist die hier rechts oben. 26. April 2019, das habe ich hier auch mitgebracht. Dass ihr seht, das ist so viel ungefähr von den deutschen Datenschutzbehörden zu, das Papier heißt eben Orientierungshilfe, ja, der Aufsichtsbehörden für Anbieter von Telemedien. Telemedien sind Webseiten und Apps. Also wenn es wirklich ein furchtbar verregneter Tag ist, lest euch das mal durch, aber ich finde, es ist keine Orientierungshilfe, es ist eher eine Verwirrung. Ganz gut, hier sind die FAQs von dem Datenschutzbeauftragten Baden-Württemberg, der fasst das Paper darüber so ein bisschen zusammen. Und versucht dem so ein bisschen mehr Farbe zu geben, dass man ein bisschen mehr sagen kann, schwarz-weiß. Im Ergebnis, ich will euch nicht zu viel langweilen mit den Paragraphen und den verschiedenen Auslegungsmethoden, im Ergebnis sehen wir jetzt, das ist hauptsächlich für Deutschland die Auslegung, wie gesagt, weil wir in Deutschland ein bisschen diese doofe Situation haben, dass die Behörden, dass diese Cookie-Direktive, die Cookie-Richtlinie nicht umgesetzt wurde. Aber das ist das Bild, das wird in ganz Europa gehen. Also die Richtung wird es in Europa nehmen. Unser schönes Cookie-Rezept, also da links haben wir nochmal die ganzen Rechtsgrundlagen. Also wir haben die Cookie-Richtlinie, die eben noch gilt, bis die Cookie-Verordnung gilt oder die lokalen Umsetzungsgesetze. Dann haben wir hauptsächlich 50% DSGVO, habe ich mal so gesagt, ja. 5% schon mal von der E-Privacy-Verordnung, weil man guckt schon immer ein bisschen an die Auslegung, was sagen die Entwürfe der EU. Und dann 15% hier noch so ein bisschen dieses Papier und andere Papiere. Und da kommt dann, wenn man das alles in so ein Thermomix reinschmeißt, kommt dann hier sozusagen diese Regel raus, wenn ich bei Cookies Personen- oder Tracking-Technologien personenbezogene Daten verarbeite, dann muss ich auf zwei Sachen achten. Einmal, wie muss ich es darstellen auf der Webseite? Und zum anderen,
brauche ich eine Einwilligung, was ist meine Rechtfertigung? Also das ist die Frage, brauche ich eine Einwilligung? Die Rechtfertigung ist so der Schritt, den muss man davor machen, bevor man die Technologie einsetzt. Ist ein bisschen im Hintergrund und dann muss man das Ergebnis darstellen auf der Webseite. Als praktischer Tipp, diese Prüfung im Hintergrund, da muss man wirklich sich jedes Tool im Einzelnen anschauen. Und wir haben vorhin gesagt, wenn man Adobe fragt, welche Daten habt ihr, dann sagen sie einem nichts. Ich sehe da durchaus schon Bewegung bei den verschiedenen Anbietern, dass dort auch mehr Datenschutzverständnis da ist und einem auch erklärt wird, was da jetzt genau passiert. Also da tut sich was, da sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. Um das sich noch mal ein bisschen genauer anzuschauen, auf der Webseite. Die Punkte, die ich hier dargestellt habe, die muss man eben umsetzen laut Datenschutzbehörde. Das ist einmal Transparenz. Man muss erklären auf der Webseite, was macht man. In der Regel haben wir da immer noch eine Cookie-Erklärung oder ein ähnliches. Also ein Cookie-Banner, der nervt alle. Wer eine tolle Idee hat, wie man das irgendwie cooler, schöner, einfacher machen kann, her damit, ja, wird sofort umgesetzt, aber es muss eben transparent informiert werden und der Banner ist deshalb so, bevor Daten gesammelt werden, muss der Nutzer informiert werden, das steht in Artikel 13 DSGVO. Und da hat sich eben dieser Banner entwickelt, so als Best Practice. Dann muss bei Cookies der Nutzer eine Option haben, dass er sagen kann, ja, ich bin einverstanden oder nein, ich bin nicht einverstanden. Das sehen wir auf wenigen Webseiten bislang. Das sagen aber die Behörden ganz eindeutig bei einer Einwilligung. Eine Einwilligung muss freiwillig sein. Da muss man eine Entscheidungsmöglichkeit haben und da muss der Nutzer auch Nein sagen können. Also ganz wichtig, ja oder nein. Wir haben vorhin gehört, ein bisschen irgendwie 5% oder 5 € für eine Einwilligung kann man machen. Es muss aber noch sozusagen ein Verhältnis haben, also man darf jetzt nicht dann die Nutzer zu völlig unreflektierten Entscheidungen hinreißen, dass sie diesen Banner klicken, nur weil sie 10 € bekommen. Also das kann man machen, aber es muss in Maßen sein. Granularität, ein Punkt, den schauen wir uns dann im Tool nachher noch mal ein bisschen genauer an, weil eine Einwilligung muss konkret sein und informiert, das heißt, der Betroffene, der muss genau wissen, in was er einwilligt. Das heißt, bei Cookies muss man beschreiben, welche Technologie verwende ich. Ich meine, man muss es nicht pro Cookie sagen, aber zumindest pro Technologie. Welche Daten werden da ungefähr erhoben? Was ist der Zweck, wofür ich das mache? Und dann das ganz fiese sozusagen, wer bekommt alles die Daten? Ja? Wer sind die Anbieter? Und die müssen namentlich genannt werden. Das ist gerade, wenn wir uns das Bild vorhin von der Bild-Zeitung vorstellen, schwierig. Manchmal zu sagen, wo gehen denn die Daten überhaupt hin? Das ist die Granularität und dann ist wichtig eben, kein Cookie darf gedroppt werden, bevor eben dieser Prozess durchspielt ist. Komme ich jetzt ohne eine Einwilligung aus? Das ist der zweite Teil hier, die rechtliche Zulässigkeit. Und also wenn ihr das Papier lest, dann kann man sagen, ja, also in manchen Fällen vielleicht schon. Weil die Behörden sagen durchaus, man kann mit sogar einer Interessenabwägung durchaus den Einsatz von Cookies rechtfertigen. Die Quintessenz ist hier, man muss diese ganzen Kriterien hier durchprüfen. Wie viele Daten werden erhoben, wie viele Tools werden auf der Webseite insgesamt eingesetzt, werden die Daten an Dritte weitergegeben, was ist der Zweck der Datenverarbeitung. Das sind so die Hauptkriterien, also wie viele Daten, welche Daten, wie lange speichere ich die auch, verkette ich die mit anderen Daten, ja, also diese Third-Party-Data zum Beispiel. Das sind alles Kriterien, die sozusagen in der Abwägung reingeworfen werden müssen. Und wenn man dann noch zum Ergebnis kommt, naja, der Betroffene, der hat eine entsprechende Erwartung, dass sowas passiert und ist damit vielleicht einverstanden, dann reicht sozusagen, dann braucht man keine Einwilligung. Schwierig zu sagen, in welchen Fällen das jetzt ist. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, und das ist jetzt hier so ein bisschen vereinfacht, und das ist eigentlich auch so eine frühere Stellungnahme, dass man für zwingend notwendige Cookies und funktionelle Cookies ohne Einwilligung auskommt. Tracking- und Analyse-Cookies gehen wahrscheinlich nur mit Einwilligung. Höchstens, wenn man vielleicht nur ein Tracking-Cookie hat als First-Party-Cookie, dann könnte man vielleicht sagen, dass das wurschtelt man da noch in die Interessenabwägung rein.
Also das ist so mal einfach erklärt, die schwierige Situation der Behörden derzeit. Und das ist auch der Trend, in den es in ganz Europa geht. Also eine Stellungnahme der niederländischen Datenschutzbehörde, die das ähnlich sieht. Vielleicht nur noch ein Gedanke. Ich hatte ja gesagt, es gibt drei Rechtfertigungsgründe, die Interessenabwägung, die Einwilligung und dann gibt es auch noch den Vertrag. Was wir mehr und mehr sehen, ist, dass man vielleicht über einen Vertrag auch diese Personalisierung herstellt. Zum Beispiel ein Kundenbindungssystem, eine App und sie haben eben Nutzungsbedingungen, die in der App akzeptiert werden. Also das sind Verträge und da kann man durchaus so ein bisschen personalisiertes Marketing auch versuchen reinzustecken. Die Behörden rudern da gerade auch ein bisschen dagegen und sagen, man darf jetzt nicht sozusagen, es gibt einen datenschutzrechtlichen Vertrag, der kann vom Zivilrechtlichen abweichen. Also wenn Marketing normalerweise nicht Gegenstand des Vertrages wäre, das dann noch rein zu verstecken, wäre vielleicht nicht so gut. Aber gerade ich finde, Kundenbindungssystem oder Marketing-Apps kann man durchaus versuchen, personalisiert zu arbeiten und dann mit dem Vertragsschluss und dann braucht man keine gesonderte Einwilligung. Das sind nochmal hier zusammengefasst die Punkte, die wir bei einer Einwilligung sehen müssen. Aber ich glaube, da gehen wir jetzt nochmal konkreter ein, wenn wir uns das Tool mal anschauen. Ansonsten darf ich mich bedanken und ich freue mich noch auf ein paar Fragen in unserer Diskussionsrunde dann. Genau, danke Andi für die rechtlichen Eindrücke. Könnt ihr mich alle hören? Sehr gut. Ach, hier sind auch noch ein paar Beispiele. Andi, hier gibt es auch noch ein paar. Beispiele können wir gerade noch mal durchklicken. Also hier, das ist ganz spannend, das ist die Datenschutzbehörde UK. Die macht hier I'm fine with this. Ja, wir haben ja vorhin gelernt, es muss ja, nein da sein, also es geht gar nicht. Hier rechts haben wir dieses Beispiel von der Washington Post. Da kann man kostenlos nutzen, wenn man hier die Einwilligung erklärt. Und muss was bezahlen, wenn man nicht getrackt werden will. Da hat angeblich hier die UK-Behörde gemeckert. Die österreichische Datenschutzbehörde hat aber gesagt, so ein Modell ist durchaus machbar. Und das haben wir vorhin eben auch kurz angedacht. Und was war noch das Dritte hier? Das ist eben auch nicht ausreichend, weil da auch die Ja-Nein-Option fehlt. Okay, also wir merken also schon. Wir sehen in der Praxis, und es ist, ihr seid ja alle aus dem Marketing und ihr sagt dann immer zu euren Legals, hey, guck mal, unsere Mitbewerber, die haben es auch nicht. So ist es gerade noch, aber wir sehen, da tut sich viel. Fragst du drei Anwälte, kriegst du drei Antworten. So ist das wohl. Oder vier, genau. Also wir merken schon, die Meinungen gehen durchaus durcheinander. Man hat relativ viel Spielraum, den man am besten auch dann irgendwie sinnvoll nützt. Wir haben einiges gehört. Wir haben Datenhaltung mit Tierhaltung verglichen, was ganz spannend war. Wir haben gesehen, dass die Behörden auch in den unterschiedlichen Ländern, ja, in der EU da wirklich unterschiedliche Meinungen haben, dass es schwierig ist, auf was stütze ich mich da jetzt. Und naja, jetzt muss man sich natürlich überlegen, was mache ich jetzt mit diesem, sage ich mal, unsexy Buzzword Einwilligung, Consent, Opt-in. Keiner hat irgendwie wirklich Lust, sich damit zu beschäftigen, weil jeder eh sagt, ja, keiner weiß auch irgendwie. Also es ist irgendwie unsexy. Finden wir nicht. Wir finden, das ist total sexy. Und warum? Das wollen wir euch jetzt eben zeigen, dass diese Buzzwords, also Einwilligung, Opt-in, wirklich sexy sind und dass man das tatsächlich auch einfach umsetzen kann und einfach jetzt auch noch oder schon als Erfolgsfaktor nutzen kann. Letztendlich ist es so. Und ich glaube, das Schaubild hier zeigt es auch recht einfach. Wir haben einen Besucher, einen Webseitenbesucher oder eine Person, die eine Webseite besucht, auf der eben im besten Fall eine sogenannte Consent-Management-Plattform integriert ist. Also man sieht es hier auf dem Screenshot, wo man eben auch granular dann in die einzelnen Technologien einwilligen kann. Also im besten Fall willigt er ein. Diese Einwilligung wird dann weitergegeben, entweder an eine Data-Management-Plattform oder eben direkt an Vendoren oder die großen Player, wie zum Beispiel jetzt hier auf der Folie Google oder Facebook. Das heißt, das ist natürlich vereinfacht, aber es ist irgendwie einfach in der Umsetzung. Das heißt, eine Consent-Management-Plattform kann uns helfen, diese Einwilligung einzuholen und dann auch weiterzugeben. Da
das auch nochmal zur Zusammenfassung. Warum brauchen wir die Consent-Management-Plattform? Naja, wie gesagt, haben wir jetzt heute schon ganz oft gehört. Cookies, Pixel, ja, Tags im Allgemeinen erheben personenbezogene Daten und die benötigen eben eine Rechtsgrundlage. Was diese Rechtsgrundlage ist, hat Andi uns gerade schon erzählt. Ja, da gibt es diese drei verschiedenen. Bleibt letztendlich euch überlassen. Stützt ihr euch aufs berechtigte Interesse? Stützt ihr euch tatsächlich auf die Einwilligung? Für welche Technologien wollt ihr euch auf welche Rechtsgrundlage stützen? Und das ist letztendlich die Frage, die es vielleicht so ein bisschen komplex macht, mit dem man sich einfach so ein bisschen beschäftigen muss. Und naja, dafür ist es eben wiederum sinnvoll, eine zukunftsfähige Lösung in place zu haben, ja, sich einer Software oder einem Tool Gebrauch zu machen, welches einem genau diese Möglichkeiten gibt, ja, also genau diese Spielräume gibt, zu sagen, bei den Technologien stütze ich mich auf das berechtigte Interesse, bei anderen sollte ich mir die Einwilligung einholen. Und deswegen ist es eben so, dass man zum einen eine flexible Implementierung braucht, ja, das heißt, mache ich die explizite Einwilligung, mache ich die implizite Einwilligung, die Granularität, auf die wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen, wie setze ich es um, wie zeige ich es dem Kunden an. Viel wichtiger unserer Meinung allerdings die flexible Anpassbarkeit. Und das geht jetzt wieder auf die Punkte zurück, die wir auch gehört haben, dass es Änderungen geben wird, dass es verschiedene Meinungen gibt. Ja? Das heißt, wir müssen in der Lage sein, als Unternehmen schnell auf Markt- und Rechtsänderungen reagieren zu können. Und dann eben auch diese Änderungen auch umsetzen zu können, ja, auch sichtbar zu machen, den Behörden zu zeigen, okay, ich bin alert und ich informiere mich, was auf dem Markt passiert, die Daten meiner User sind mir wichtig und ich passe dementsprechend die Rechtsauffassung bei mir auch an. Und das ist eben wichtig, dass man sich überlegt, ja, von welchem Tool mache ich mir Gebrauch, um eben das so sinnvoll einzusetzen. Und da sind wir wieder bei meiner Lieblingsslide, die ja bei Andi auch schon kurz angesprochen war. Vielleicht picken wir uns drei raus. Sag ich mal, die Core-Message ist eigentlich die, das ist wieder dieser Trade-off zwischen, ich sage, es ist total einfach und ich sage, es ist total komplex. Es gibt ein paar Anforderungen, die man beachten muss, die sind aber relativ klar. Das heißt, die Einwilligung muss freiwillig sein. Der User, der auf eine Webseite kommt, muss in der Lage sein, die Webseite trotzdem weiter zu nutzen. Das heißt, es ist wichtig. Informiert, hat Andi vorhin auch schon kurz erwähnt, das heißt Informationen, welche Daten erhoben werden, an wen sie weitergegeben werden, für welche Prozesse müssen klar und deutlich eben aufgelistet werden. Granular, explizit ist vielleicht noch ein Thema, wo ich ein, zwei Sätze dazu sage, explizite Einwilligung, also das Thema, es muss eben aktiv geklickt werden. Da gibt es ja im Moment auch noch verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Werde ich gleich auch noch ein paar Beispiele zeigen. Ja, so Geschichten wie impliziter Consent durch Klick auf der Webseite, impliziter Consent durch einen Time Countdown, ja, wo man sich tatsächlich dann eben auf das berechtigte Interesse stützt. Und ja, diese Grauzone muss man einfach smart genug dann eben jetzt ausnützen und eben als Erfolgsfaktor dann eben auch sehen und als Wettbewerbsvorteil nutzen. Dokumentiert, das ist tatsächlich eine interessante Sache, weil da kommen die meisten Unternehmen dann so an den Scheidepunkt, wo sie sagen, make or buy. Spätestens, wenn sie sich überlegen, naja, wie dokumentieren wir die Einwilligung und wie machen wir sie wieder abrufbar und wie legen wir die ganzen Rechtstexte mit ab, versioniert, dokumentiert und so weiter, da haben wir letztendlich jetzt in den letzten paar Monaten oder im letzten Jahr gemerkt, dass sich auch größere Konzerne, die in den ersten Gesprächen gesagt haben, nee, das machen wir selber, dann irgendwann wieder an die Tür klopfen und sagen, wir haben es uns doch anders überlegt. Spätestens, wenn es eben dann zu dem Punkt kommt, das Ganze wirklich rechtssicher auch zu dokumentieren und wenn es dann zu einem Audit kommt, eben auch abrufbar zu machen. Genau, genug von der Theorie, lasst uns vielleicht einfach mal ein paar Beispiele anschauen. Ich habe ein paar mitgebracht. Erstes Beispiel T-Mobile. Ich persönlich finde es sehr schön gelöst. Ihr seht oben auf dem ersten Bild den Banner, also einen zentralen Banner auf der Seite, hinten der Inhalt der Seite ausgegraut. Wir haben einen sehr offensichtlichen Annehmen-Button, auch in der CI von T-Mobile. Wir sehen, man sieht es nicht ganz genau,
man kann ja vielleicht später auch einfach mal auf die Webseite gehen. Cookie-Einstellung, das heißt, es ist ein Link, über den man dann diese Informationen bekommt, wo man auf dem Seitenfoto hier sieht. Wir haben einen Ablehn-Link, das heißt, es ist ein bisschen dezenter gespielt, aber es gibt die Option auch direkt auf der ersten Seite eben abzulehnen. Das heißt, das Wahlrecht ist gegeben, aber es ist meiner Meinung nach super, super smart umgesetzt. Gibt es noch ganz kurz? Was ich vorhin noch nicht erwähnt hatte, ist auch diese Privacy by Default, dieser Grundsatz. Also die Datenschutzeinstellungen müssen grundsätzlich datenschutzfreundlich sein. Und das sieht man hier, dass eben die Boxen auf Rot sind erstmal, bis der akzeptiert hat. Dann wird, glaube ich, alles, wenn er hier oben drückt, wird alles grün. Aber erstmal sozusagen ist man auf Rot. Das ist auch was die Behörden, worauf die Behörden großen Wert legen. Die Behörden legen großen Wert drauf, die Unternehmen noch nicht so richtig. Also das merkt man ganz oft, wenn man auf eine Seite kommt. Kommen wir vielleicht später noch dazu, je nachdem, was die Zeit uns noch hergibt, so einen Live-Website-Scan zu machen, wo man sieht, dass wenn man zum ersten Mal auf die Seite kommt, tatsächlich schon direkt irgendwie 30 Technologien gefeuert werden, ohne dass ich überhaupt irgendwo auf OK oder Annehmen geklickt habe. Aber das ist genau die Geschichte. Also korrekt ist es, wenn die Checkboxen noch nicht gesetzt sind. Weiteres Beispiel, Demexco. Ich denke, jeder hier im Raum war wahrscheinlich schon mal auf der Demexco-Webseite oder wahrscheinlich sogar auf der Konferenz selber. Das ist ja auch die Konkurrenz letztendlich mittlerweile auch zur OMR. Da haben wir auch ein spezielles Design. Also ihr seht schon, das ist nahtlos ins Design der Webseite eingebettet. Zum einen hier dieses Fenster, wo man eben granular wieder einstellen kann, zu welcher Technologie man zustimmt. Und oben in der Menüleiste dann dieser kleine Fingerprint, über den man dann die Möglichkeit hat, wirklich kontinuierlich auch wieder seine Einstellungen abzuändern und seine Meinung letztendlich auch ändern zu können. O2, auch eine spannende Sache, auch wieder eine Auslegungssache, da fehlt jetzt der Ablehn-Button. Das heißt, wir haben einen Mehr-Button, einen Akzeptieren-Button. Wir haben trotzdem, wie gesagt, hier dieses Fenster, wo man die Einstellungen granular vornehmen kann. Und wir haben zusätzlich auf der Datenschutzseite nochmal die Texte und die Informationen embedded. Also wirklich nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, sich die Informationen zu holen und da dann eben zuzustimmen oder eben auch nicht. Termondo haben wir jetzt hier mit drauf, weil es ganz spannend ist. Hier seht ihr nämlich diesen Time Countdown. Das Thema impliziter Konsent, was ich angesprochen habe, das heißt, Termondo sagt, naja, wenn der Kunde 30 Sekunden auf meiner Webseite surft, dann hat der ja offensichtlich Interesse an meinen Inhalten, dann habe ich auch das berechtigte Interesse, seine Daten zu tracken. Das heißt, nachdem der Banner oder nachdem der Countdown abläuft, wird tatsächlich getrackt, alle Technologien werden gefeuert. Hier ein Beispiel aus der E-Commerce-Branche. Wir haben jetzt hier auch Standarddesign eher, ja, also keinen Ablehn-Button, akzeptieren und mehr. Die haben impliziten Konsent durch Klick implementiert. Das heißt, sobald ich außerhalb des Banners, also in irgendeiner Form mit der Seite interagiere, werden die Technologien gefeuert. Ja? Einfach eine andere Form von implizitem Konsent. Genau, wenn das alles nicht ausreicht, also diese verschiedenen, sag ich mal, Implementierungsmöglichkeiten, Designmöglichkeiten, gibt es noch ganz wilde andere Ideen. Da hatten wir vorhin auch schon kurz von Andi gehört, dass es durchaus eine Grauzone ist, was man seinen Kunden da anbietet, dass es nicht ins Unermessliche gehen darf. Das heißt, da auch wieder Interpretationsspielraum. Hier ein Beispiel mit unserem Partner Turbo, was wir umgesetzt haben. Ein sogenanntes Incentivierungslayer, also ein Fenster, was sich öffnet und dir letztendlich die Möglichkeit bietet, im Nachgang einzuopten, also einzuwilligen zu der bestimmten Technologie. Und dann bekommt man, wie gesagt, jetzt hier irgendwie einen Gutschein von 5 Euro. Das können auch 10 sein, ich weiß nicht. oder eben irgendein anderes Incentive. Das heißt, da kann man ruhig ein bisschen kreativ sein und das meinen wir letztendlich ja heute auch mit unserem Titel. Das Ganze als Erfolgsfaktor, als Wettbewerbsvorteil nützen, sich einfach mal Gedanken zu machen, wie kann ich es denn jetzt smart ausspielen und jetzt die sauberen Daten einholen. Ja? Wie kann ich jetzt meine Einwilligungen sammeln, sodass ich eben später die Daten auch nützen kann. Und wie gesagt, das ist ein Beispiel, da sind keine Grenzen gesetzt.
Was sonst noch so möglich ist, werden wir sehen. Jetzt denken die manch einer denkt sich jetzt vielleicht, dieses ganze Anpassen, diese Individualisierung, jetzt muss ich auch noch kreativ werden, mir irgendwie überlegen, wie ich das sinnvoll umsetze. Das kostet mich Geld, das kostet mich Zeit, das kostet mich Ressourcen. Da bleibt mir eigentlich nur noch ein Zitat hier zu nennen. If you think compliance is expensive, try non-compliance. Da werden wir vielleicht mal sehen, jetzt auch in Zukunft. Also ein paar Resultate gab es ja schon. Mal schauen, was sich da in Zukunft noch so tut. Und trotzdem ist es so, also wie gesagt, diese Bußgelder, Misha hat es am Anfang kurz angesprochen, 4% des Jahresumsatzes, der verminderte Umsatz durch fehlende App-Performance, ja, also das heißt, wenn die Daten nicht mehr weitergegeben werden an Google, Google aber sagt, ich spiele die Werbung nicht, ja, wenn du mir keine Einwilligung gibst, dann wird sich das Ganze auch im Umsatz widerspiegeln. Und trotzdem sind wir der Meinung, dass Geld und diese ganzen Strafen nicht alles ist, sondern dass tatsächlich noch ein anderes Thema damit reinspielt. Das ist Vertrauen, das ist Trust. Ich glaube, wir wissen alle, dass das Thema Privacy, Datenschutz, Privatsphäre so stark an Fahrt aufnimmt. Und letztendlich das tatsächlich auch der Wettbewerbsvorteil sein kann, dass man seinen Kunden zeigt, okay, ich respektiere deine Daten, ich gebe dir die Möglichkeit, die Gewalt über deine Daten zu haben und das dem Kunden letztendlich auch, sag ich mal, kommuniziert. Und da muss noch ganz, ganz viel Arbeit geleistet werden, auch in dem Educational-Marketing-Thema, ja, dass wir unseren Endnutzern letztendlich auch erklären, warum gibt es denn diese blöden, nervigen Banner, für was sind die eigentlich gut. Und da geht es wirklich um das Thema Kundenvertrauen und Trust und wir denken, dass das eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird in Zukunft ja, und das letztendlich dann der Wettbewerbsvorteil auch sein kann. Genau. So, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, gibt es die Möglichkeit oder bieten wir an, jetzt im Nachgang eure Webseiten eben mal zu scannen. So einen freien Website-Audit würden wir euch gerne anbieten. Also gerne eine E-Mail an sales@usercentrics.com mit dem Betreff OMR Masterclass Special. Und dann geben wir euch gerne mal eine erste Info, wie es auf eurer Webseite denn tatsächlich so ausschaut. Das heißt, meldet euch da gerne. Außerdem, was ich am Anfang vergessen hatte zu sagen, ihr habt ja vielleicht diese Taschen auf euren Plätzen gesehen, wo ihr bestimmt ganz, ganz viele Goodies drin gefunden habt oder auch nicht, weil die tatsächlich bei der Deutschen Post noch festhängen. Also da sollten eigentlich so kleine Webcam-Privacy-Kleber drin sein und RFID-Karten. Also schickt uns da auch gerne oder hier in die E-Mail mit rein, verlangt eure Goodies, die sind leider nicht rechtzeitig angekommen, nehmt die Taschen trotzdem gerne mit. Ich finde sie persönlich ganz schick, also bleibt euch überlassen. Genau, ansonsten würde ich sagen, wir steigen direkt in die Q&A-Runde ein. Wir haben noch gute 10 Minuten, das heißt, Volunteers, Fragen, Kommentare, je nachdem, also könnt uns da gerne noch ein bisschen grillen. Zeichen zu euch. Ich würde gerne auch einmal bei, ja, ich höre mich, das heißt. Ich habe eine Frage, wenn ein Nutzer jetzt den Haken gesetzt hat oder zugestimmt hat und ich implementiere danach eine neue Technologie, muss der dann praktisch diesen Prozess nochmal neu durchlaufen oder ist der dann, wenn er einmal alles, ich akzeptiere alles und vielleicht die ganzen unterschiedlichen Tools gar nicht gesehen hat, ist er dann automatisch für das neue Tool auch? Ich glaube, die hören mich nicht. Doch. Okay. Nicht jeder hört dich, aber wir hören dich, genau. Frage verstanden. Also erstmal aus Nicht-Legal-Sicht. Aus unserer Sicht ist es so, es gibt zwei Gruppen von Kunden. Die einen sagen, naja, wenn ich was hinzufüge, dann drücke ich da ein Auge zu. Das heißt, ich nutze den alten Consent fürs Neue. Unsere persönliche Meinung, aber das ist leider nur eine Meinung, gibt ja noch keine Urteile, wäre, dass man für neue Technologien jeweils granular auch den Consent benötigt. Warum? Weil vielleicht da einfach eine Technologie dabei ist, die der Nutzer einfach nicht gut findet. Und das heißt, man muss ja auch den Einzelzweck nachweisen. Also die Behörde würde fragen, für welchen Zweck hatte der Nutzer eingewilligt vor 3 Monaten.
Und das ist bezogen auf die Technologie. Weil ich finde vielleicht Google Fonts in Ordnung, wenn es um Schriftarten geht, und ich finde es nicht mehr in Ordnung, wenn es um Tracking geht. Das heißt, der Data Purpose macht einen riesen Unterschied. Deswegen muss man darüber ja auch aufklären. Da sehen wir übrigens viele Texte auch nicht korrekt. Also wir analysieren ja sehr viele Datenschutzerklärungen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber auch große Webseiten klären über einen Teil der Technologie nur auf und vergessen in 99,7% der Fälle andere Technologien zu nennen, die embedded sind. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja, also aus Legal-Sicht ist eindeutig eine neue Einwilligung einzuholen für diese neue Technologie, weil es eben neue Daten, neuer Zweck, neuer Anbieter, vielleicht neuer Dritter, der die Daten erhält. Hallo, könnt ihr mich verstehen? Ja, sehr gut. Ich habe eine Frage zu Web-Analysesystemen, im speziellen Google Analytics. Da gibt es ja seit einiger Zeit die Möglichkeit einzustellen, wie lange die Daten aufbewahrt werden sollen. Da herrschte zumindest bei uns im Unternehmen große Unsicherheit. Muss ich das jetzt einstellen, dass die nach 14 Monaten gelöscht werden? Könnt ihr dazu was sagen? Ja, also gibt es zwei Einstellungen. Anonymize IP ist auch eine wahrscheinlich, die entsprechend implementiert wurde. Genau. Die DSGVO hat keine Ausnahme vorgesehen für Tracking. Das heißt, Tracking ist eine Technologie im Grunde wie das Embedden auch von YouTube, wie das Embedden von Elementen. Da gibt es keine entsprechenden Ausnahmen. Aber es gibt so ein Minimalprinzip in der DSGVO, wonach man die Einwilligungen nur so lange behalten darf, wie sie dem Zweck auch dienen. Das ist sehr schwammig. Ja. Typisch Juristen, nicht jetzt alle, aber manche. Das ist ja Absicht, dass das auch schwammig formuliert ist, weil die Gesetzgebung sagt, naja, dann sollen die Richter entscheiden aus den Praxisfällen heraus. Das heißt, es gibt hier keine Wahrheit. Also wir denken, wenn man Anonymize IP einstellt und eben 14 Monate zum Beispiel, das haben wir auch bei vielen größeren Kunden gehört, einstellt, da ist man eigentlich auf einer relativ sicheren Seite, möglicherweise auch ohne Consent. Also bei Analytics, es geht um rein statistische Zwecke erstmal. Ne? Also der Fall, dass Analytics vielleicht aus der DSGVO noch rausgelöst wird, würden wir sehr, sehr begrüßen. Und wir hören auch ein paar Stimmen aus dem IRBB und anderen Verbänden, die eben da sehr aktiv auch sind, mit den Behörden auch diskutieren. Also aus unserer Sicht Analytics mit der Anonymize-IP-Funktion, die ja dann sofort die IP-Adresse abschneidet im Verarbeitungsprozess, da ist man schon auch ohne Consent gar nicht so schlecht unterwegs. Okay, danke. Ja, stimme ich zu. Kann man durchaus so machen, wenn nicht viele andere Technologien dazukommen. Ansonsten halte ich auch die 14 Monate für okay. Daten müssen gelöscht werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Das ist der Grundsatz. Und dann gibt es ein bisschen was von früher, dass mal gesagt wurde, so Cookie-Daten spätestens nach 2 Jahren löschen. Und da sind wir mit den 14 Monaten auf jeden Fall drin. Okay, danke schön. Jo, für mich erstmal vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage wäre jetzt, Stichwort Cross-Device-Tracking, wie geht ihr denn damit um? Oder was, wenn dann da jetzt so irgendwie Ansätze, wenn jetzt der User irgendwie auf dem Desktop zugestimmt hat, was mache ich jetzt irgendwie auf dem Smartphone und auf dem Tablet? Also muss ich dann die Einstimmung nochmal abholen oder wie läuft das in dem Fall? Also es ist absolut ein super akutes Thema. Also alle unsere Kunden fragen jetzt konkret an, was machen wir denn mit dem Thema Cross-Device? Eine Sache ist das Thema Unique-ID, also das Ganze eben über einen Unique-Identifier zu machen und dann zu sagen, man macht ein sogenanntes Cross-Device-Consent-Sharing, das heißt eine Einwilligung, die über eine App gegeben wurde, gilt dann eben auch für die Webseite. Da muss man aber dann wieder rechtlich aufpassen, ob das auch eben dann die gleichen Zwecke und die gleichen Daten sind, die da tatsächlich erhoben und verarbeitet werden. Technisch ist das abbildbar und wie gesagt auch gewünscht, das Ganze über Cross-Device eben auch laufen zu lassen. Und die Umsetzung läuft dann eben über Unique Identifier oder ähnliche technische Anbindungen. Genau, und wir als CMP bieten ein SDK an für Android, iOS. Das heißt, man kann mit uns die Einwilligung ganz normal einholen in der App, irgendwo auch im Prozess. Das muss nicht gleich am Anfang sein. Also wir haben ein paar Kunden, die tracken erstmal nicht und dann surft man in der App, nutzt sie und plötzlich an einem besseren Punkt kommt praktisch der Einwilligungsdialog, an einem positiveren Punkt.
Und das andere ist, dass man eben fürs Cross-Device-Tracking, wie Hanna gesagt hat, den eigenen Identifier nutzt. Also man übergibt uns in die CMP den Hash-Key von dem User. Und selbst wenn er dann Cookies löscht oder sein Local Storage löscht, wissen wir immer, die Einwilligungen wurden mal gegeben. Und das kann man dann eben auch übertragen in den Bereich Cross-Device, wenn er sich in der App wieder einloggt in seinen Account. Gerade auch nochmal, hört ihr mich? Sehr gut. Ja. Nochmal eine kurze Frage zum Tracking. Jetzt hattet ihr gerade gesagt, dass wenn ich die IP-Adresse hashe, dass ich dann sozusagen fein bin. Aber es wird ja auch erfasst, die Bildschirmauflösung, Betriebssystem, und da habe ich ja eigentlich genau das gleiche Problem mit einer uniken ID. Im Grunde, hört man mich? Ja. Ja, also im Grunde genau genauso wie du sagst, es gibt die Ausnahme nicht und man kann nicht differenzieren zwischen den Technologien. Alle haben sofort die Möglichkeit zu fingerprinten. Also es ist eigentlich ein Fehler im TCP-IP-Protokoll, wenn man so will, dass die Daten übertragen werden. Man kann das nicht verhindern. Deswegen sagen wir Cookies hin oder her. Jeder Aufruf von Fremdtechnologien, zum Beispiel Embedded Elemente, ist schon die Datenweitergabe, ermöglicht das Profilieren und benötigt insofern auch den Consent. Also aktuelle Devise wäre, sich stark zurückhalten bei Technologien, die insbesondere sowas wie Mouse-Tracking oder so, oder auch Retargeting, die eben gerade sehr persönlich werden können. Also wo man zum Beispiel den Warenkorb rückverfolgen kann und schaut sich an, wie surft denn die Person, die jetzt für 20.000 Euro Produkte gekauft hat. Das ist sehr persönlich, ne? Da schaut man einer Person zu. Also immer wenn es um eine Person geht, auch wenn man den Namen nie kennt, die reine ID reicht aus zur Profilierung und ist eine Datenweitergabe an Dritte. Und noch kurz ein Zusatz, Anonymize IP, das ist auch schon eine Verarbeitung. Das Abschneiden von IPs beim Prozessor, also Prozessor ist der, der die Daten empfängt, ist schon eine Verarbeitung, braucht entsprechend die Einwilligung. Bei Google muss man sagen, Google hat natürlich eine Sonderrolle, weil diesen Controller, Co-Controller und Prozessor haben also sich für sich selber alle Verticals praktisch genutzt und deswegen ist Google da sicherlich auch eine Ausnahme. Aber wir denken, das Abschneiden von IP hilft überhaupt nicht bei der Datenschutzthematik, weil kann man sich vorstellen, wenn der Prozessor da einfach einen schlechten Job macht, weil irgendein Skript falsch ist, dann sind die Daten wieder auf dem Server. Deswegen ist das auch schon die Verarbeitung. Vielleicht nur ganz kurz, deshalb habe ich vorher auch die Architektur erwähnt. Also es ist absolut entscheidend, sich klar zu machen, warum macht man das Ganze und wie sieht die Architektur aus. Auch was ja auch in der DSGVO vorgeschrieben wird, dass wir den Prozess verstehen, wie werden die Daten verarbeitet, wo liegen die Daten, wer macht was mit den Daten. Wenn wir damit einfach mal anfangen, ja, dann ist da, glaube ich, echt extrem viel gewonnen, wenigstens drüber nachzudenken, zusammen mit der IT-Abteilung und den Marketern. Ja, hallo, ich habe auch noch eine Frage bitte. Ich arbeite für ein relativ großes Unternehmen und wir übergeben also unsere Display-Banner natürlich an eine große Agentur, die dann für uns mit Programmatic und Retargeting die Display-Banner ausspielen. Und logisch, gemäß der Ausspielart, gucken wir am Schluss auf das Ergebnis und stellen fest, dass unsere Banner zum Teil auf 1200, 1300 Websites ausgespielt wurden. Die Frage, die ich an euch habe, ist, inwiefern haften wir für das, was die Agentur macht? Weil letztlich ist das ein Vertrauenspunkt, dass ich meine Banner übergebe, die spielen das aus. Und ich habe in dem Moment dieses gesamte Thema Retargeting, Datenverhalten und so weiter nicht mehr in der Hand. Also wo fängt dann bei uns die Haftung an oder sind wir damit fein raus? Ja, also hängt immer davon ab, sozusagen, welche Funktion die Agentur erfüllt. Also es gibt im Datenschutzrechtlichen zwei Arten. Eines ist die sogenannte Auftragsverarbeiter und das andere ist die verantwortliche Stelle. Hängt jetzt von Details ab, ich weiß nicht, ob du eine Meinung hast, für mich klingt es mehr so nach Auftragsverarbeiter gerade. Das heißt, die Agentur hilft euch, macht es mit euren Daten und reportet dann zurück, was gemacht wurde. Und in dem Fall werdet ihr dann voll verantwortlich dafür, was die Agentur macht. Eure Handhabe ist eben im Vertrag, denen entsprechende Weisungen zu geben und zu sagen, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen. Also das Thema Processor und Controller, also in dem Fall seid ihr letztendlich halt der Controller, was es gegebenenfalls gibt und da müsste man jetzt im Detail tatsächlich dann die Vereinbarung sehen, ist das Thema Co-Controllership, in dem dann eben beide Parteien gegebenenfalls eben sicherstellen müssen, dass eine Einwilligung vorliegt. Das ist aber eben von Fall zu Fall tatsächlich individuell zu klären.
Und letzter Satz, was wir auch oft sehen, ist, das ist wie eine heiße Kartoffel. Das heißt, in den Verträgen der großen Agenturen steht manchmal ein Haftungsausschluss. Man muss also sehr genau schauen, kam jetzt von den Agenturseite oder auch vom Kunden entsprechend so eine heiße Kartoffel rüber in Form von einer Anpassung der AGBs und dergleichen. Das haben wir jetzt mehrmals auf den Tisch bekommen, wo sich eben auch Kunden genau eigentlich das fragen, hafte ich selber. Aus unserer Sicht ist der Controller erstmal die erste Anlaufstelle. Das heißt, wenn ich Werbung sehe von einem, nehmen wir mal Zalando, dann gehe ich davon aus, dass Zalando dafür verantwortlich ist, weil von den Agenturen und Technologien und so weiter kann ja der Endkunde gar nichts wissen. Und die DSGVO schützt den Endkunden, sprich der erste Anlaufpunkt ist der Controller. In meiner unsympathischen Rolle als Zeitchecker würde ich jetzt die letzte Frage ins Mikro nehmen. Darüber hinaus habe ich verstanden, alle vier, Hanna, Andi und Corbinian, sind gleich noch an der Bühne, wenn weitere Fragen sind. Ich sage schon mal Danke an dieser Stelle und übergebe noch einmal das Mikro. Danke, dann mache ich es auch ganz kurz. Es gab eben schon das Thema zum Google Analytics und zum Anonymize IP. Google bietet ja den Vertrag zur Auftragsverarbeitung an. Den kann jeder, der eine Website betreibt, abschließen. Ich kann auf der Website aber eben auch den Google Tag Manager nutzen oder wie viele das machen, mit Google Fonts arbeiten. Für einen Tag Manager und für Fonts habe ich einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung noch nie gefunden, auch nicht abschließen können, geschweige denn eine IP-Anonymisierung übergeben können. Wie sieht das dort aus? Ja, also man muss sagen, Google hat ja viele hundert Mannjahre investiert in die Entwicklung von GDPR. Das heißt, die machen schon einige Punkte richtig gut. Man kann sich ja gigabyteweise Rohdaten runterladen, zum Beispiel über alle Produkte. Also das sind vom Datenschutzstandard schon sehr hoch. Und trotzdem, wichtiger Punkt, die einzelnen Technologien unterscheiden sich stark. Und wir finden auch, es gibt einzelne Google-Technologien, die entsprechend nicht stringent einen Weg gehen. Und Google Fonts würden wir sicherlich dazu zählen, weil das einfach sehr, sehr viele Webseiten eingebaut haben, ohne zu wissen, dass es Tracking ist. Ja? Also da ist so ein bisschen das trojanische Pferd in die Webseite gekommen. Also das macht Google natürlich auch mit einem Grund, weil eben bei Google Fonts Google eben nicht Auftragsverarbeiter ist, sondern da sind sie verantwortliche Stelle. Also deswegen, der Punkt ist genau richtig und das ist auch insgesamt bei dem, wenn wir sagen, wir anonymisieren die IP oder kürzen die IP, dann kommt immer noch plus, es muss diese Auftragsverarbeitungssituation sein, dann können wir vielleicht ohne Einwilligung arbeiten. Also vielleicht kurz noch als Takeaway zu diesen ganzen Verträgen. Das ist bei Google, das ist bei Facebook, das ist bei anderen. Facebook gibt einem zum Beispiel auch bei Custom Audience eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung. Die betrifft aber nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Daten und eigentlich nicht die Kerndaten, um die es geht. Also schaut euch immer den Vertrag an oder schickt sie einem Anwalt. Nee, aber schaut euch genau den Vertrag an, welche Daten und welche Services der abdeckt und nicht einfach denken, ja, mit Google haben wir eine ADV und dann läuft darunter alles. Ja, von meiner Seite auch herzlichen Dank für das Interesse und die Fragen. Wie gesagt, wenn im Nachgang noch Fragen sind, wir sind noch auf jeden Fall ein paar Minuten hier oder begegnen uns irgendwo auf den Gängen. Ich sage herzlichen Dank und ja, bis bald. Genau, und allerletztes Wort, ansonsten habt ihr ja in den schicken Taschen noch zumindest ein One-Pager, der kam rechtzeitig an und da habt ihr auch nochmal ein paar Kontaktdaten. Ansonsten hier die E-Mail, falls im Nachgang noch Fragen aufkommen, jederzeit gerne einfach melden. Danke.